Ich habe hier eine Kundentabelle und ich möchte hier nach Kundennummern suchen und mir dann aus dieser Tabelle hier unten die Adressdaten des jeweiligen Kunden ausgeben lassen. Und das mache ich mit Hilfe der S-Verweis-Funktion, die habe ich hier eingegeben. Denn solange wir hier die Kundennummer eingeben und die existiert hier auch in dieser Kundentabelle, dann kriegen wir die Werte hier richtig angezeigt. Nur wenn ich hier eine falsche Kundennummer eingebe, die also hier nicht existiert in der Liste, dann erhalte ich die Fehlermeldung No Value, also nicht vorhanden. Diese Fehlermeldung, die möchte ich hier so nicht angezeigt haben. Ich möchte mir eine eigene Fehlermeldung ausgeben lassen. Dazu muss ich in die Funktion hier nochmal hineingehen. Das mache ich mit einer Wenn-Funktion. Ich schreibe hier Wenn davor, setze hier eine Klammer und möchte nun Excel hier anweisen, wenn diese S-Verweis-Funktion mir eine Fehlermeldung ausgibt, und dazu kann ich jetzt die Funktion IstFehler benutzen. Wenn hier also ein Fehler vorkommt und gehe dann in die Dann-Wert-Bestimmung, dann möchte ich zunächst einmal erst, dass mir diese Zeile leer bleibt und ansonsten gibt da also keine Fehlermeldung aus, dann soll die S-Verweis-Funktion hier ganz normal ausgeführt werden. Ich kopiere mir die hier in die Zwischenablage, um die jetzt hier gleich wieder einzufügen. Schließe jetzt die Formel noch mit einer Klammer. Und wir sehen, die Fehlermeldung ist hier verschwunden. Ich kann das mir hier nach rechts kopieren. Ich möchte mir nun hier eine eigene Fehlermeldung ausgeben lassen, aber nicht in jeder Zelle. Deswegen habe ich erstmal gesagt, die sollen erstmal alle leer bleiben. Ich möchte das hier nur in einer Zelle tun, nämlich hier in der Mitte, in der breitesten. Und ich gehe mit der Funktionstaste F2 wieder in die Funktion. Und an der Stelle, wo wir gesagt haben, wenn also hier ein Fehler ausgegeben wird mit der S-Verweis-Funktion, dann soll hier die Zelle leer bleiben. Da schreibe ich jetzt eine Fehlermeldung rein. Ich schreibe hier bitte korrekte Kundennummer eingeben und bestätige das. Das ist ziemlich groß. Wir sehen also, wir kriegen die Meldung nicht in vollem Wortlaut hier ausgegeben. Ich greife dazu zu einem kleinen Trick, gehe hier auf Ausrichten. Und wir können hier bei der Textsteuerung angeben, dass die Werte oder der Text in dem Fall hier an die Zellgröße angepasst werden soll. Bestätige das und habe hier jetzt die Meldung so angezeigt, dass sie über in die Spalte oder in die Zelle hier auch passt. Nun ist das hier schon ganz schön, aber ich möchte mir diese Meldung noch formatieren. Vielleicht eine andere Farbe wählen. Wenn ich hier nochmal in die Funktion hineingehe, dann sehen wir aber, sobald ich hier das markiere, werden mir hier sämtliche Funktionen grau hinterlegt. Ich kann also innerhalb der Funktion oder innerhalb einer Formel hier keine Formatierungen vornehmen. Und deshalb mache ich das mit der bedingten Formatierung, denn da können wir doch einiges noch machen. Dazu markiere ich mir hier alle Zellen, gehe in die bedingte Formatierung auf neue Regel und ich möchte eine Formel hier eingeben und da sage ich, wenn die Zelle D14 und ich setze die Spalte erst noch absolut mit dem Dollarzeichen. Wenn also D14 gleich diese Fehlermeldung hier ausgibt, dann soll er mir formatieren, dass die Schrift fett und kursiv gedruckt wird. Ich möchte das in einer roten Signalfarbe haben und möchte das Feld oder die Zelle dann hier auch noch hinterlegen mit Gelb.
Bestätige das. Und nun sehen wir, dass wir hier mit der bedingten Formatierung die Fehlermeldung uns nach unseren Wünschen angepasst haben. Wenn ich jetzt hier in die Zelle Kundennummern wieder gehe und suche jetzt nach korrekten Nummer, ich gebe hier wieder die 110 ein, dann werden mir die Werte hier wieder ganz normal ausgegeben, wie sie auch hier oben drin stehen. Okay.